Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, mein Name ist Marcel Hafke. Ich komme aus dem wunderbaren Wuppertal, bin 42 Jahre alt. Da gibt es sogar Applaus, Szenenapplaus, danke dafür. Alle anderen können gerne mal kommen zu Besuch. Ich habe zwei kleine Kinder, bin von Hause aus Versicherungskaufmann, darf aber zum Glück seit 2010 die Freien Demokraten im Landtag von Nordrhein-Westfalen vertreten, betreuen auch manchmal in meiner Rolle als parlamentarischer Geschäftsführer. Das eigentliche Thema, was ich mitbringen möchte, ist aber die Familienpolitik, die ich dort mit Herzblut vertrete. Und ich will auch sagen, warum. Das ist nämlich keine Gedönspolitik, wie Gerhard Schröder mal sagte, sondern der Garant dafür, dass Wirtschaftspolitik in diesem Land funktioniert. Wenn wir davon Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, ist das kein Randthema mehr, sondern wenn Familienpolitik nicht funktioniert, können Männer und Frauen in diesem Land nicht arbeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier einen Fokus drauf setzen. Und seitdem wir die grüne Familienministerin Josephine Paul dort in der Verantwortung haben, wird das Erbe von Joachim Stamm vernichtet. Und deswegen ist es so wichtig, hier einen klaren Fokus drauf zu legen. Und das möchte ich in den nächsten Jahren auch gerne in der Nordrhein-Westfälischen Landespartei machen, meine Damen und Herren. Und abschließend ein Hinweis, weil ich ja seit vielen Jahren auch in der Kommunalpolitik tätig bin. Ich möchte gerne dafür einen Beitrag leisten, dass wir in den kommenden Jahren erfolgreich sind und die Erfahrung aus meiner Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl einbringen und viele dafür motivieren, dort entsprechend Ähnliches zu tun. Das ist eine großartige Erfahrung und vielleicht gelingt es uns an der einen oder anderen Stelle auch wieder mehr Bürgermeister und vielleicht auch Oberbürgermeister zu stellen. Diesen Optimismus sollten wir uns erhalten. Mein Name ist Marcel Hafke und ich freue mich über Ihr Vertrauen.